Eigentlich ist alles doch ganz simpel. Etablierte Unternehmen stellen jungen, dynamischen Startups Risikokapital zur Verfügung und profitieren dabei gleichermaßen vom finanziellen Erfolg, aber natürlich auch vom Know-how. Soweit so einfach. Doch die Praxis sieht oftmals leider etwas anders aus. Weshalb das so ist, genau das wollen wir heute besprechen mit Professor Dr. Andreas Kuketz von der Universität Hohenheim. Herr Kuketz, erstmal zu der Frage, aus welcher Motivation heraus stellen Unternehmen denn überhaupt Venture Capital zur Verfügung? Da gibt es eine Reihe von ganz guten Gründen, warum man das tun kann. Sie haben es schon angesprochen, finanziell ist ein erster Grund. Also man kann sich sicherlich auf die Suche und die Jagd nach den Einhörnern begeben. Venture Capital oder Startups, das ist eine interessante Asset-Klasse. Da kann man also durchaus auch Geld mit verdienen. Corporates machen das aber auch, weil es gut fürs Image ist, das kann man schon so sagen. Also Startups sind jung, Startups sind kreativ, das sind junge Menschen, die wollen die Welt verändern. Das hat ein positives Image und wenn man in solche Unternehmen investiert, dann ist es natürlich auch sehr wahrscheinlich, dass dieses positive Image überschwappt auf denjenigen, der in dieses Startup investiert hat. Also das ist auch ein guter Grund, warum man das machen kann. Wichtiger ist allerdings, glaube ich, das Strategische. Also wenn man in ein Startup investiert, dann bekommt man natürlich Know-how, man bekommt Ideen, man bekommt Zugang zu Technologien, die man sonst nicht hätte. Man lernt vielleicht auch etwas über neue Geschäftsmodelle. Und das ist eigentlich mit so der beste Grund, warum man das machen kann. Wir haben gerade eine aktuelle Studie erstellt an der Universität Hohenheim. Da konnten wir das auch zeigen, dass es insbesondere, wenn man aus einer strategischen Motivation heraus etwas unternimmt, grundsätzlich lohnender ist, als wenn man das aus einer rein finanziellen Motivation heraus macht. Was sind denn aus Ihrer Sicht die entscheidenden Fehler, die etablierte Unternehmen im Umgang mit Startups machen? Ja, da kann man natürlich einige Dinge falsch machen und es ist auch so, dass viele da im Moment daran sehr, sehr interessiert sind und sich im Moment erstmal so vortasten in dieses etwas Unbekannte, in diese Startup-Szene hinein. Fehler, die man da häufig beobachten kann, ist, dass man das eigentlich planlos tut. Also es gibt keine klare Idee, wie das jetzt überhaupt in die Innovationsstrategie eines Unternehmens eingebunden werden kann. Was man auch sieht, ist, dass zu viel zu schnell erwartet wird. Also wenn Sie in ein Startup investieren als Corporate, dann können Sie nicht erwarten, dass Sie innerhalb von 12 Monaten eine Investition haben, die sich dann schon amortisiert hat. Wenn Sie sagen, dass für Unternehmen ein langer Atem notwendig ist, um die strategischen Effekte ihrer Investition zu heben, wie sieht es denn in diesem Fall aus? Haben denn etablierte Unternehmen einen solchen langen Atem? Also es gibt ein paar tolle Beispiele dazu, auch in Deutschland. BASF macht das seit schon fast Jahrzehnten. Telekom, hier im Ländle macht es Robert Bosch. Also das gibt's schon. Nichtsdestotrotz ist das ein extrem zyklisches Geschäft. Also man könnte fast sagen, das ist so eine Art Schönwetter-Innovationsmanagement, was da oftmals betrieben wird. Wenn wir im konjunkturellen Aufschwung sind, dann ist es relativ einfach, solche Initiativen zu starten. Und leider beobachtet man das aber auch sehr, sehr häufig, dass wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse etwas verschlechtern, dass dann eine der ersten Maßnahmen im Zuge von mehr Effizienzbestrebungen ist, eben solche Programme wieder einzustampfen. Und das ist natürlich extrem schlecht, denn wir brauchen halt eben auch einen gewissen langen Atem, um überhaupt über diese Zyklen hinüberzukommen. Ansonsten kann das nicht funktionieren. Ansonsten kann man diese ganzen strategischen Vorteile eben auch nicht heben als Corporate. Viele junge Unternehmer hierzulande, so scheint es zumindest, blicken immer wieder etwas neidvoll in die USA. Läuft es hier tatsächlich so viel besser? Na gut, also ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan davon, die USA in den Himmel zu loben. Ist natürlich immer ganz interessant, auch mal über den Tellerrand zu gucken, sich da inspirieren zu lassen. Ist allerdings, glaube ich, niemandem großartig damit geholfen, wenn wir jetzt als Deutsche wie das Kaninchen auf die Schlange auf Silicon Valley starren oder innerhalb von Deutschland haben wir Berlin als Startup-Hub, dass alle Regionen dann auf Berlin starren und darauf warten, wie können wir denn endlich wie Berlin werden. Also jeder hat da, glaube ich, so seine eigenen Stärken, die man eben auch ins Spiel bringen muss bei dem Thema und ins Spiel bringen kann. Wenn Sie nach in die USA schauen, ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen mit einem Bildungssystem. In USA haben Sie Harvard, haben Sie MIT, haben Sie Stanford und Sie haben aber auch extrem schlechte Universitäten, wo Sie Ihre Kinder nicht hinschicken wollten. Und ähnlich ist das eigentlich mit dem Startup-Ecosystem. Es gibt so ein paar Leuchttürme, Silicon Valley, das leuchtet natürlich heraus, da schauen wir dann alle immer drauf, aber wenn Sie ins Normale hineingehen, dann stellen Sie fest, dass der Amerikaner eigentlich genauso risikoavers, zurückhaltend und wenig innovativ
innovativ ist, wie wir das den Deutschen immer unterstellt wird. Also das ist nicht durch die Bank alles eitel Sonnenschein und zum Glück sehen wir auch noch nicht so ein, ich sag mal, Entrepreneurial Brain Drain, dass alle Startup-Gründer aus Deutschland ihre Koffer packen würden und da hinüberwandern. Ich glaube, die sind schon gut damit beschäftigt, hier Deutschland voranzubringen. Wie lautet schlussendlich Ihr Resümee? Der letzte Schritt in Form von Corporate Venture Capital wird von vielen deutschen Unternehmen oftmals nicht gegangen. Mhm. Wie könnte das geändert werden? Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, bevor man den letzten Schritt geht, dass man überhaupt erstmal den ersten Schritt geht. Und man muss nicht vielleicht gleich immer investieren, sondern auch erstmal kooperieren. Und da gibt es sicherlich Wege, wie man sich da einfach auch mal hereintasten kann. Also man kann als mittelständisches Unternehmen, das sich für dieses Thema interessiert, beispielsweise auch mal sagen, wir machen ein Mentoring-Programm. Wir schicken unsere Manager in Startups hinein, die bringen ihre Kompetenz dahin, lernen dann aber gleichzeitig auch etwas über den Spirit, was da los ist, wie diese Generation tickt. Und daraus entstehen dann auch Beziehungen, daraus entstehen Ideen auch für Investments. Und wenn sich das dann bewährt, dann kann man, glaube ich, auch noch ein bisschen größer denken. Und das sollten einige tun. Und dann werden wir auch mehr Corporate Venture Capital Gesellschaften in Deutschland sehen. Eine Einschätzung von Professor Dr. Andreas Kuckertz von der Universität Hohenheim. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken.